Es gibt endlich neue offizielle Infos darüber, wie es mit Ghost Recon Breakpoint weitergeht. Ich lade übrigens jede Woche mindestens 3 Ghost Recon Videos hoch, also abonniere am besten meinen Kanal, damit du keins davon verpasst. Soeben wurde ein Artikel auf ghostrecon.com mit neuen Informationen veröffentlicht. Ich verlinke den Artikel auch in der Videobeschreibung, falls du ihn selbst lesen willst. Ich gebe aber auch mein Bestes, den Artikel hier für dich zu übersetzen. Hallo Ghosts! Mit der Veröffentlichung von Episode 3, Red Patriot und der Pfadfinderklasse wurde der gesamte Inhalt des Jahr 1 Pass geliefert. Wir haben viele Fragen bezüglich der Zukunft von Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint erhalten und möchten euch ein Update geben, wie es weitergeht. Seit dem Launch des Spiels war es unsere Priorität, das Feedback unserer Community zu berücksichtigen. Dank euch konnte unser Team 10 Title-Updates gestalten, die über die letzten 12 Monate veröffentlicht wurden. Die Updates reichten von der Erweiterung der Anpassungsmöglichkeiten mit der Ghost Experience bis hin zum Aufbau auf den taktischen Aspekten der von euch geliebten Ghost Recon Spiele und der Bereitstellung von 2 umfangreichen narrativen Abenteuern. Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass wir für die kommenden Monate weitere kostenlose Inhalte geplant haben. In einigen Wochen werden wir ein weiteres Title-Update veröffentlichen, das neue Funktionen und Verbesserungen der Ghost Experience, neue Items und mehr enthält. Wir bereiten außerdem ein aufregendes kostenloses Crossover-Event für Anfang 2021 vor. Wir werden sehr bald mehr zum nächsten Update mitzuteilen haben. Also bleibt dran, Ghosts! Dazu gibt's noch diese Grafik. Fassen wir mal zusammen. Das Live-Event von Episode 3 wurde auf Anfang nächstes Jahr verschoben. Der zweite Raid wurde komplett abgesagt. Und es gab nicht mal die Hälfte der PvP-Maps, die in der Jahr 1 Roadmap versprochen wurden. Also trifft das, der gesamte Jahr 1 Inhalt wurde geliefert, nicht wirklich zu. Ubi Heavy, oder Heive, wie auch immer man das ausspricht, hat mir dazu aber mitgeteilt, dass der Punkt bezüglich dem gesamten Jahr 1 Content wohl mehr in Richtung des bezahlten Inhalts geht. Also die Abenteuer, der Early Access zu den neuen Klassen und so weiter, was ja durchaus geliefert wurde. Zudem leider kein Wort zu einem Jahr 2. Na gut, ich habe schon ein bisschen damit gerechnet, dass kein vollwertiges Jahr 2 kommen wird, aber so gar kein Jahr 2, das macht mich schon ein bisschen traurig. Oder wie siehst du das? Kostenlose Updates nehme ich natürlich auch gerne, aber es wirkt umfangmäßig auf mich ein bisschen wenig. Hoffen wir mal, dass nach dem Crossover-Event Anfang nächstes Jahr noch weiterer Content kommt. Mehr als die Hoffnung bleibt uns aber erstmal nicht. Ich schaue mal, dass ich mir zukünftig eigene Missionen ausdenke und etwas entwickle, wodurch es zumindest ein bisschen so wirkt, als seien die Missionen wirklich Teil von Ghost Recon Breakpoint. Natürlich leider ohne Missionsbelohnungen, denn ich kann zwar programmieren, aber die Server von Ubisoft hacken kann und will ich nicht. Wenn du meinen Kanal abonnierst, bist du dann einer der ersten, die davon erfahren, wenn es fertig ist. Wenn dich das Video gut informiert hat, gib ihm bitte einen Daumen hoch und schreib mal in die Kommentare, was du von diesen Neuigkeiten hältst. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.